Parador. Wir stehen für hochwertige Materialien, perfekte Verarbeitung und einzigartiges Design. Made in Germany. Mit dem hochwertigen Parador-Laminat setzen Sie Ihre Bodenideen schnell und einfach um. Die Auswahl an brillanten Dekoren und Oberflächenstrukturen ist riesig. Wir haben für jeden Wohnbereich und Wohnstil die passende Lösung. Durch die patentierte Klickmechanik lässt es sich im Handumdrehen verlegen und ist dann enorm strapazierfähig und ausgesprochen pflegeleicht. Die folgenden Schritte zeigen, wie es geht. Es ist ganz einfach. Für eine fachgerechte Verlegung benötigen Sie folgende Werkzeuge: einen Zollstock, einen Hammer, eine Stichsäge oder einen Laminatschneider, eine Bohrmaschine und das Parador Multitool. Zusätzlich ist folgendes Zubehör zu empfehlen: Abstandskeile, Parador-Leistenklipse, Sockelleisten und Abdeckkappen sowie Profile für Türübergänge. Bevor es mit dem Verlegen losgehen kann, müssen sich die Laminardielen den Klimabedingungen im Raum anpassen. Wir empfehlen mindestens 17 Grad Raumtemperatur, eine Luftfeuchtigkeit von 50 bis 65%, mindestens 48 Stunden. Insbesondere in Neubauten, in denen die Luftfeuchte meistens sehr hoch ist, sollten Sie dieses unbedingt berücksichtigen. Je nach Untergrundbeschaffenheit gelten folgende Hinweise. Für die Verlegung muss der Untergrund eben, trocken und ausreichend fest sein. Um die Raum- und die Trittschaleigenschaften zu verbessern, haben wir spezielle Unterböden im Angebot, wie zum Beispiel den Acoustic Protect 100, der hier zum Einsatz kommt. Dieser besitzt auch schon den notwendigen Feuchtigkeitsschutz, der bei mineralischen Untergründen vorgeschrieben ist. Sehr kleine Unebenheiten werden durch den Unterboden ausgeglichen. Alte Teppichböden sollten jedoch grundsätzlich entfernt werden. Zeit, um sich Gedanken zur eigentlichen Verlegung zu machen. Aus optischen Gründen sollte die Längskante der Diele parallel zum Lichteinfall verlegt werden. Für ein harmonisches Gesamtbild empfiehlt es sich zudem, die Breite der ersten und der letzten Diele zu vermitteln. Nutzen Sie am besten immer mehrere Pakete gleichzeitig. Beginnen Sie die Verlegung in der linken Raumecke mit der Nutzseite zur Raummitte. Schieben Sie die ersten zwei oder drei Dielen ineinander und richten Sie sie aus. Mit Hilfe der Rastkeile stellen Sie den notwendigen Abstand zur Wand von 8 bis 12 mm sicher. Laminatböden bestehen zu rund 95% aus Holzwerkstoffen. Sie dehnen sich also je nach Klimabedingung aus oder ziehen sich zusammen. Aus diesem Grund sind Bewegungsfugen von mindestens 8 mm zur Wand oder sonstigen festen Baukörpern einzuhalten. Schieben Sie die nächsten Dielen in die vorherigen und richten Sie sie mit den Rastkeilen aus. Um ein perfektes Ergebnis zu erzielen, ist die exakte Ausrichtung der ersten Reihe wichtig. Sie ist die Grundlage für den gesamten Boden. Messen Sie die Länge der letzten noch fehlenden Laminatdiele der ersten Reihe aus oder drehen Sie die Diele um und zeichnen die Länge an. Beachten Sie auch hier den Wandabstand von mindestens 8 mm. Schneiden Sie die Diele mit der Stichsäge oder benutzen Sie einen Laminatcutter. Das Reststück wird direkt als Anfangsstück der zweiten Reihe verwendet. Die Länge sollte dabei aber mindestens einen Fugenversatz von 40 cm von Reihe zu Reihe ergeben. Das sorgt für die notwendige Stabilität und harmonische Optik. Nun können Sie die Dielen der zweiten Reihe und aller folgenden verlegen. Einfach zusammenklicken. Das SafeLock Pro-Klick-System funktioniert so. Heben Sie zunächst die vorherige Diele an, sodass das Multitool untergeschoben werden kann und die Diele in Position hält. Die nächste Diele wird in die kopfseitige grüne Markierung und an der Längskante in die Nut gelegt. Dann mit einer Drehbewegung in das Klickprofil drücken. Danach werden die Dielen abgesenkt und auf diese Weise verriegelt. Dies wiederholt sich nun bei allen weiteren Dielen. Prüfen Sie, ob die Fugen richtig geschlossen sind und arbeiten Sie notfalls leicht nach. Auch hier kann das Multitool hilfreich sein. Sie werden begeistert sein, wie schnell und einfach Ihnen die fachgerechte Verlegung gelingt. Ein paar Besonderheiten gibt es dann aber doch noch zu beachten. Die Dielen der letzten Reihe müssen auf Maß gesägt werden.
Ausmessen, dabei die Bewegungsfuge von 8 mm zur Wand beachten, anzeichnen und sägen. Stoßen Sie auf nicht passende Türzargen, können Sie diese einfach kürzen. Legen Sie dazu ein Dielenreststück mit der Dekorseite nach unten gegen die Zarge und sägen Sie die Zarge entlang der Diele ab. Verschrauben Sie als nächstes die Türübergangsleiste am Boden. Die Diele kann unter der Türzarge nicht wie gewohnt angehoben und eingeklickt werden. Schneiden Sie die untere Kante der Feder mit einem scharfen Messer ab und verleimen Sie die Verbindung. Schlagklotz oder Multitool können unterstützen. Nun können Sie auch die Türübergangsleiste verschrauben. Fertig! Eine weitere Besonderheit bei der Laminatverlegung sind Heizungsrohre. So geht es richtig. Zeichnen Sie die Position des Rohres auf der Diele an. Erweitern Sie Ihre Zeichnung um einen Durchmesser 10 mm größer als das Rohr. Zeichnen Sie schräg zur Wand an und sägen Sie das Stück aus. Das ausgesägte Stück wird im Anschluss wieder eingeleimt. Zum Schluss mit entsprechenden Rohrabdeckungen verkleiden. Fast fertig. Perfekt wird es aber erst mit den passenden Sockelleisten. Rastkeile entfernen, Sockelleistenclips befestigen. In jeder Parador-Leistenclip-Packung befindet sich eine passende Montageschablone. Durch die Schablone bohren, Dübel rein, anschrauben, fertig. Ein Abstand von 40 bis 50 cm von Clip zu Clip ist optimal. Schneiden Sie nun die Sockelleisten in die richtigen Längen. Die Leisten werden einfach von oben auf die Klipse gesteckt. Übrigens, Leisten und Kappen von Parador sind so konstruiert, dass Kabel dahinter verlegt werden können. Für Ecken und Übergänge bietet Parador entsprechende Kappen an. Und fertig ist Ihr neuer Boden. Der Boden für Ihr Zuhause. Der Boden für das schönste Zuhause der Welt. Bitte beachten Sie zusätzlich zu diesem Film immer die dem Laminat beigefügte Verlegeanleitung und lesen Sie diese unbedingt vor der Verlegung sorgfältig und vollständig durch. Weitere Infos und Tipps zur Verlegung finden Sie auch in unseren Online-Ratgebern auf www.parador.de.